wie soll dieses Buch beginnen? Jetzt hat es ja schon so begonnen. Wie soll dieses Buch beginnen? Ich weiß es nicht. Wenn ich aber nicht weiß, wie dieses Buch beginnen soll, dann muss ich mich fragen, wie dieses Buch beginnen soll. Das tue ich ja schon. Also hat dieses Buch richtig begonnen, indem es damit begonnen hat, sich zu fragen, wie es beginnen soll. Wie soll es aber weitergehen? Ich weiß es nicht. Wenn ich aber nicht weiß, wie es weitergehen soll, muss ich mich fragen, wie es weitergehen soll. Also ist es auch richtig weitergegangen mit der Frage, aber wenn ich diese Frage jetzt immer wieder stelle, dann geht es ja eben nicht weiter, sondern es würde dann im Kreis gehen. Wo soll dieses Buch also hinführen? Wie soll das mal enden? Wie soll dieses Buch enden? Ich weiß es nicht. Diese Fragen sind aber, wie beginnen, wie weiter, wie enden, sind zusammengenommen die Frage, was ist der Inhalt dieses Buchs? Welches Buch ist es eigentlich, von dem ich hier nicht weiß, wie es beginnen soll, aber irgendwie doch, es hat ja schon begonnen, das weiß ich ja, von dem ich also weiß, welches Buch ist es, von dem ich weiß, dass es richtig begonnen hat und von dem ich nicht weiß, welches Buch es ist, welchen Inhalt es hat. Naja, es ist dasjenige Buch, das von sich selber weiß, dass es richtig begonnen hat, dass es überhaupt richtig begonnen hat und das aber nicht weiß, welchen Inhalt es hat. Es ist also dasjenige Buch, das seinen eigenen Inhalt nicht kennt, während andere Bücher auf eine Weise dann richtig beginnen, wenn sie auf ihren Inhalt hinführen, auf ihren bestimmten Inhalt, den sie also auch kennen, hat dieses Buch, diese zwei Sachen hängen nämlich zusammen, hat dieses Buch überhaupt richtig begonnen. Es hat unabhängig von seinem Inhalt richtig begonnen. Und deswegen ist es auch logisch, dass es seinen eigenen Inhalt nicht kennt.